Ah, schön. Let's go. Kurz nachdem Samus zu Sektor 3 aufgebrochen ist, explodiert das Testzentrum. Adam teilt Samus mit, dass es Überlebende in Sektor 2 geben könnte. Samus macht sich auf den Weg dorthin. Wir sind doch schon in Sektor 2. Aber wir sind noch auf der Suche nach den Überlebenden, was? Das war ein kurzer Text. Start! Hier wären wir wieder. Ja, Mann! Bam! Genau! Wir müssen direkt nach rechts weiter, ne? So sieht's aus. Hallo! Testgelände. Noch eins! Okay! Dann wollen wir doch mal schauen. Das ist ein anderes großes Testgelände. Oh, da sind wieder Baumis! Da ist hier wieder. Oh. Ich weiß nicht, ob mich das so glücklich macht. Eher nicht. Oh, das ist ja fantastisch. Oh, das große Testgelände. Ich verstehe. Hier sind wir. Oh oh. Au. Jo. Geht ja schon direkt gut los hier, oder? Mit so einem Baumi. Aha, hat sich umgedreht. Kein Problem. Oh mein Gott. Ist es schon kaputt? Ja, zu nah, viel zu nah, viel zu nah. Ja, komm schon. Ich hab's. Entschuldigung, Baumi. Ja, das war sogar wichtig, wa? Jetzt können wir da hoch. Das war ja klar, dass wir es machen müssen. Bisschen schade. So. Rakaden aufgeladen. GG, dankeschön. Aha. Mhm. Ist das bling bling gemacht? Genau, da ist nämlich schon ein Item. Mhm. Weil es ein Testgelände ist, ist hier wieder ein Testzentrum oder so, ne? Irgendwie sowas. So, Item. Mhm, man sieht es da blinken. Jetzt seht ihr es neben meiner Cam sogar. Wie kommen wir denn da wieder hin? Oha! Wir wurden beobachtet und Maurice hat's erwischt. So eine Scheiße. Aber das sah eher danach aus, als wurde er von einer Freeze Gun erwischt. Weil, ja, ist ein bisschen seltsam. Okay, wer beobachtet uns hier? Hm? Wer bist du denn? Einer der Überlebenden? So. Noch jemand, Dad? Ja, ist so. Maurice. Den hat's ein bisschen zerlegt. Nein, ich will ihn nicht mehr anschauen. Jetzt hör auf damit! Ach, Kacke. Aha,
Sieht leicht tot aus. Ja, Hallöchen Klingel. Und es wird auch noch frisch gehalten, weil eingefroren und so. Cool. Noch schön pöckeln und so. Was? Hä, hier können wir... Ach, hier geht's rein, oder was? Hä? Wie jetzt? Das ist doch hier drunter, oder? Bäh. Aha. Was macht es da? Hey, was ist denn das? Ein Schnelllader. Deine Beams werden nun schneller aufgeladen. Das ist doch nice. Das geht doch. Boah. Fühle jetzt nicht so viel Unterschied, aber... Boah. Ein bisschen. Nicht so viel Mensch essen. Und das Fleisch soll nicht gesund sein für uns. Nicht? Das schmeckt doch nach Hühnchen. Wie kann etwas nicht gesund sein, wenn es nach Hühnchen schmeckt? Okay, sie war hier am Fenster. Laufen wir mal hinterher. Hä? Hä? Was ist das wieder? Super Missile. Materiallager. Hä, wir sind schon echt weit eigentlich. Hä? Was? Was? Wir sind voll weit. Okay. Ah. Da ist sie. Habt ihr gesehen? Da steht sie. Da rennt sie. Ja, warum denn? Wer bist du? Wieso rennst du von mir weg? Wir können im Moment gar nichts machen eigentlich. Nur laufen. Bist du diese Madeleine? Wieso rennst du von mir weg? I'm here to rescue you. You're lying! I know the Galactic Federation wants to silence everyone who knows about our work here. Ja, jetzt hat sie sich selbst verraten. So blöd. Ja, in dem Fall. How can I trust you when your troops are willing to kill each other? Sich gegenseitig umbringen, siehst du mal? Aha. So ist es nämlich. Interessant. Listen to me. We're here to rescue you. Wow. Get out of here. Aha. Wir haben hier einen Verräter. Da sitzt jemand in der Maschine von der Galactic Federation. Fantastisch. Da will uns jemand komplett tot sehen. Und die, das Team auch. Oh mein Gott. Wo hat er überhaupt diese Maschine her? Oh mein. Das ist doch Kacke im Kopf, oder? Oh. Ich glaube, ich weiß, wer drin sitzt.
sollte sich nicht verhüllen. Ich weiß nicht. Ich habe ja das Gefühl, das ist KG, ne? Der war mir eh schon immer suspekt. Und der hat auch nie was gesagt. War immer so ein bisschen im Hintergrund. Pass mal auf. Das bringt ja nicht so viel, wa? Heilige Scheiße. Oh mein Gott. Aha. Wow. Hey, what? Alter, alles so knapp, Mann. Aha, so wie es aussieht, friere ich es ein, oder? Es glitzert da schon an den Armen. Oh! Junge, ich mach's echt sehr knapp. Ja, ich hab's. Bam! Erster Arm weg. Ups. Und zweiter Arm. Wieder noch so ein Eisbeam dran ist. Ah, der Roboter, der auch im Hardmode nervig ist, so wie fast alles. Das kann ich mir vorstellen. Aber ich meine, hey, du hast ja deinen Sense-Move, oder? Wenn der im Hardmode auch weg ist, dann hast du aber richtig Arsch gerade. Ich glaube nicht, dass er weg ist. Okay, die Räder einfrieren, ich sehe schon. Oh! Oh mein Gott! Er trifft mich aber auch wirklich nicht so. Was ist dieses für Ausweichen heute? Oha! Der glitscht manchmal in mich rein einfach. Jo. Oh! Kriegst mich nicht! Du Affe! Was denn jetzt? Hilfe? Wusste der da? Was machst du denn da? Was war das jetzt für eine Action? Ich habe irgendwas falsch gemacht. Muss ich beide einfrieren? Ich komme hier nicht raus. Oh, jetzt hat er mich erwischt. Aua. Okay. Das war der Dutch King. Echt so. Okay, okay. Samus fokussiert sich darauf nicht. Ach, scheiße. Ja, Mann. Oha! Nicht mit mir. Mann, 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 was machst du denn da? Na, endlich. Ja, komm schon. Okay, es ist rot. Uhu. Oh, wahrscheinlich. Alter. Anders knapp alles. Oh. Ja. Ist schon ein bisschen spannend. Ist schon ein bisschen episch. So, jetzt hier. Feierabend. Bam. Ende jetzt hier. Das Ding dreht durch. Women believe that the Galactic Federation was sent to the bottle ship to keep those in the know from leaking information about the project. And no wonder. She'd been attacked by someone wearing a Galactic Federation power suit.
and she implied that Maurice was killed by another soldier. Considering the mortal danger we'd survived together, I had to agree with her. There was a traitor among us. Samus, the wavelength of that monster's cry is driving the other creatures into a frenzy. They've grown markedly more aggressive. It appears to be hiding in Sector 3 now. Take the elevator ahead of you to the main sector. From there, head to Sector 3. If you run into that thing, hit it with your plasma beam. You've got to take it down. Plasma beam. Tja, in dem Fall zurück zu Sektor 3, hä? Ja, tja. Wer war dort drin? Wer ist der Verräter? Also, ich weiß nicht, ich habe KG auf dem Schirm. Ich glaube, es war auch so, ich bin mir nicht sicher. Ich habe KG auf dem Schirm. Finde ich ja super, dass du den Kampf für uns so spannend gestaltet hast. Ja, oder? Ich wollte einfach nur ein bisschen Spannung reinbringen hier. Ich weiß nicht. Wer lebt denn jetzt noch alles? Also, Anthony ist es ja mal nicht. Wobei, meistens, manchmal sind es auch vielleicht genau die, die so mega freundlich sind. Warte mal. Zurück. Charaktere. Maurice, verstorben. Anthony lebt noch. Lyle, verstorben. Wir haben noch James und KG. Name unbekannt. Unbekannt. Wurde von Samus getrennt, als sie von jemandem in einem Powersuit der Galaktischen Föderation angegriffen wurden. Und Adam. Also Anthony, ne. Es sind nur noch James und KG. Großartig. Ich weiß nicht. Für mich irgendwie KG gerade ein bisschen seltsam alles. Gut. Schauen wir doch mal. Mein Status so. Ja. Großartig. So, dann. Hier haben wir aber noch ein Item in diesem Raum. Und das war, glaube ich, da hinten. Das würde ich gerne irgendwie noch holen, wenn möglich. Ich muss aber nur wieder nach da hinten kommen. Wie kommen... Hä? Wir kommen doch... Kommen wir nicht mehr zurück? Kommen wir hier wieder anders zurück? Hier ist ein Item. Was zur Hölle? Ich kam gestern in die Zeitung? Was hast du denn angestellt? Hä, wie cool. Wieso warst du in der Zeitung? Hä, wie komme ich nicht mehr zurück? Was ist denn das? Hä? Dann ist es echt später nochmal, oder wie? Hä? Ja, verpasst habe ich es ja nicht, weil wir in der Sequenz waren. Ich muss doch irgendwie zurückkommen. Hä? Was? Das ist ja interessant. Wegen Enten. Was ist denn da passiert? Hä? Ah. Großartig. Wir kommen wirklich nicht zurück? Verrückt. Ich geh mal da hoch, oder? Geht das? Aha. Ja, von da kommen wir auch nicht mehr zurück. Ey, Taktiker, ne? Es gibt keinen Weg im Moment zurück, ne? Ich kann einfach später nochmal hierher, oder? In dem Fall. Jetzt gerade kann ich da nicht hin, oder? Sieht nicht danach aus, zumindest. Kann er später. Okay, dankeschön. Ich habe gerade erst gesehen, dass du live bist. Bot hat wieder nicht gepostet. Hallo. Das geht doch von der Zeit. 40 Minuten und so. Echt? Bot hat gar nicht gepostet? Wieder gar nicht? Du hast recht. Warum nicht? Was ist auf einmal los? Was soll denn der Scheiß? Was ist denn das für ein Käsekack? Ah, ich sehe schon. Machst du gerade, ne, Lucky? Mann, 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 Mann. Bot kaputt. Okay, wo sind wir denn hier? Junge, wie sieht's denn hier aus?
vorsichtig hier rein. Hä? Das ist ein Fahrstuhl? Okay. Ja gut, meinte Adam ja, aber das ist der Fahrstuhl. Crafted into killers running free. The bottle ship had been turned into a nightmare replica of Zebes. And then here came Adam and the others. At this rate, the plan the Federation wanted to keep so secret would be revealed. So they sent in an assassin. Someone to wipe out any survivors as well as anyone who learned about the secret project. KG, James, Anthony, and Adam. Could one of them really be a traitor? Until I found out who it was, I decided to call the traitor the Deleter. On top of everything, I started to think about that woman. Was she the one who sent the distress signal? And could she be the person in charge here, Madeline Bergman? Either way, I knew I had to protect her. She would be targeted again. And she wasn't the only one in danger. I, too, would be considered a threat here.